Ja, guten Abend, Frau Merkel. Mein Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit 12 Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Es gibt Schichten, da ist man mit 20 Patienten pro Pflegekraft und das kann nicht sein. Warum führen Sie nicht endlich eine Quote ein, wo man sagen kann, sage ich mal, ein Pflegekraft betreut maximal so und so viele Patienten. Das muss doch in einem Land wie Deutschland möglich sein. Ich kann Ihnen nicht versprechen, das sage ich ganz offen, dass zum Schluss alles nach bester Zufriedenheit ist, aber es wird mehr Standard da reinkommen und wir haben extra die Beiträge erhöht, um eben auch die Leistungen hier zu verbessern mit 2 Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das kann gar nicht funktionieren. Warum kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in 2 Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man kann sie auch nicht alle aus dem Ausland holen. So, und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Altersschnitt auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa 1 Million Pflegebedürftige dazu. Das wird eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Da haben wir einen riesen Personalmangel, das muss ich anerkennen und auch zugestehen. Und jetzt müssen wir werben und notfalls müssen wir eben auch Pflegekräfte aus europäischen Ländern zum Beispiel noch mit dazu nehmen. Aber wir müssen es vor allen Dingen auch hier zu einem attraktiven Beruf machen. Und das heißt, in den Tarifverhandlungen muss auch besser bezahlt werden. Das ist, glaube ich, eine der Hauptsachen.